Frauke Ludowig platzt der Kragen. In Zeiten von Corona versucht auch die Moderatorin, sich bestmöglich an die Vorgaben der Bundesregierung zu halten, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Umso wütender reagiert die 56-Jährige, als sie vor dem RTL-Gebäude eine Horde feierwütiger Menschen beobachtet. Ihren Frust über das rücksichtslose Verhalten am Rheinufer teilt Frauke jetzt per Videobotschaft auf Instagram mit ihren Followern. Ich rege mich gerade maximal auf, wisst ihr das? Hier vor der Tür wird Party gefeiert. Tine, ich rege mich maximal auf. Ich meine, die haben echt alle den Knall hier nicht gehört. Rotten sich zusammen hier, weiß ich nicht, alles Gruppen, mindestens 20 Leute, rauchen aus einem Ding die Shisha und trinken und genießen das schöne Wetter, als wäre nichts. Vollidioten, machen Autorennen hier vor der Tür und saufen und rauchen und ich reg mich gerade maximal auf. Verpufft ist Fraukes Wut über die Menschenansammlung damit aber nicht. Kurz danach fasst die Blondine ihre Empörung noch einmal zusammen. Ich finde das sowas von zum Kotzen. Wie viele Egoisten sind eigentlich unterwegs? Wie viele haben nicht die geringste Spur von Solidarität in sich? Wie viele haben null gesellschaftliche Verantwortung? Was glauben diese Menschen, dass das ganze Leben eine Party ist? Wacht auf! Wacht endlich auf! Wir können der Moderatorin nur zustimmen und hoffen, dass ihr Wutposting bei den Betroffenen auch wirklich ankommt.